Eines der bekanntesten Beispiele weltweit stellen dabei die weltweit gebauten Pyramiden dar. Denn, ich fasse mich wirklich kurz. Ihr seht hier gerade die Pyramiden eingeblendet. Das sind diese klassischen, diese Cheops, diese drei Pyramiden in Kairo. Die Pyramiden. Warum wurden die Pyramiden gebaut? Als Grabstätte. Natürlich sagen wir, wie weit ist diese Antwort richtig? Naja, alle Pyramiden auf der ganzen Welt müssen jetzt ja geben eine Linie. Warum wurden die Pyramiden gebaut? Wir wissen es nicht. Die Antwort ist wieder, ich weiß es nicht. Und es ist ein spekulatives Thema. Das mit der Grabkammer, komme ich gleich dazu. Ich werde hier gleich einen Link einblenden lassen. Und das ist sehr wichtig. Guck mal. Diejenigen, die mich seit Jahren kennen und mitverfolgen, das ist nur einer hier, die wissen, ich forsche ein Thema sehr gründlich nach. Jedes Thema versuche ich nach meinem eigenen Ermessen, wenn ich die Zeit dazu habe, nachzuforschen. Und ich versuche wirklich, Dreck von Sauberkeit zu reinigen. Ich sag mal so, zu dem Thema Pyramiden und wer die Pyramiden gebaut hat, oder gebaut haben soll. Was ich bis jetzt geforscht habe, ich bin 41 Jahre alt. Ich zähle mal die Grabkammern von Pharao nicht dazu jetzt. Also diese Grabstätte nicht dazu. Ist nach meinem eigenen Ermessen, was ich alles gelesen habe, 95% Schrott. Also ich versuche wirklich ein Thema, wenn ich es nachlese, nicht zu sagen, oh, ich muss jetzt ganz viel hier abheben, damit ich hier ganz viel... Nein, nein, ich muss es ja für mich erstmal lernen. Für mich ist da persönlich erstmal wichtig, was kann der Sinn und Zweck dahinter stehen? Und wenn ich mir manchmal angucke, was Leute über die Bau der Pyramiden erzählen, dann sage ich, ey, Alter, was habt ihr denn konsumiert, um sowas von euch zu geben? Also da ist ja wirklich nichts mit Hand und Fuß. Und ich betone, nichts mit Hand und Fuß. Und wir Muslime, jede Idee ist für uns natürlich wichtig, auch wenn es abgehoben ist, ist gar keine Frage. Deswegen ist auch jede Kempler-Theorie für uns eine Theorie, die letztendlich bewiesen oder abgelehnt werden muss. Aber wo wir kalt dran gehen müssen. Und dazu steht, kommt natürlich ganz klar dieser Bau der Pyramiden. Ich werde gleich dazu einen Link einblenden lassen. Komme ich gleich dazu. Und diesen Link ist ein Vortrag von einem sehr wichtigen Mann. Ich komme gleich dazu. Bitte, ist deutsch, Axel heißt er. Bitte schaut euch diesen Vortrag an. Der geht knapp 1,5 Stunden. Er hat auch Bücher geschrieben und ne, bla bla bla. Und ich sage, dieser Mann, was er rausgefunden hat, aufgrund von Forschung vor Ort, ist das, wo ich sage, das ist es, Alter. Das ist nämlich das, was ich jetzt gerade im ganzen Unterricht gesagt habe. Er ist erstens kein Atheist, er glaubt an Gott, aber erklärt die Pyramiden so klar anhand von den Pyramiden drinnen. Also jeder, der hier diesen Unterricht anschaut, wirklich angeschaut auch hat, bitte, bitte nicht falsch verstehen, aber ihr müsst euch diesen Vortrag, also wer sich 2,5 Stunden Koranprojekt über dieses Thema anschauen kann, der kann sich an einem anderen Tag die 1,5 Stunden auch noch geben. Und glaub mir mal, der ist vielleicht interessanter, weil der zeigt vielleicht dann noch eher oder redet vielleicht intellektueller als ich, wie so ein Hauptschüler wie ich hier quasi. Aber ein sehr guter Vortrag, und wo ich dann auch sage, bevor mit irgendwelchen UFOs und so, also darum geht es nicht, aber der erklärt wirklich, wo ich sage, das ist eine Erklärung für die Pyramiden. Wo ich sage, hey, der hat mit den Füßen auf dem Boden gestanden, hat das wirklich sehr, sehr gut erklärt. Komme ich gleich dazu. Vorab möchte ich euch jetzt mal, bevor ich diese drei großen Pyramiden, die jeder klar von euch kennt, eine Pyramide sieht von innen so aus hier. Da wird die sogenannte Grabkammer gezeigt. Ich glaube, ich weiß es nicht, diese Grabkammergeschichten, dass für den Pharao die Pyramiden als Grabkammer gebaut worden sind, glaube ich, weiß es nicht, nochmal. Ich weiß nicht, vielleicht kann ich morgen meine Meinung ändern. Ist ja schlimm, wenn wir uns nicht weiterentwickeln. Ist ja keine Akida, wo du sagst, ich ändere morgen meine Meinung. Aber bei bestimmten Sachen sollte man seine Meinung auch ändern. Umso weiter man forscht, umso mehr wird man schlauer. Oder man merkt, dass man vorher vielleicht missgelabert hat. Und vorher, ne? Deswegen sollte man dort weiter forschen. Schlimm, wenn es nicht der Fall wäre. Ich glaube aktuell, dass der Bau der Pyramiden nicht für die Grabkammer, für den Pharao gebaut worden sind, weil das ergibt letztendlich nicht richtig einen Sinn,
weil die Grabkammer, so wie ihr geschrieben, wie sie da geschrieben, in dem Vortrag könnt ihr euch übrigens darüber informativ sehen. Ich erkenne hier, auch am Grund des Vortrags, den ihr euch dann anschauen könnt, diese Pyramide muss eine ganz andere Funktion gehabt haben. Irgendeine mechanische Funktion, die wir uns nicht erklären können. Alles, was darüber hinaus ist, noch spekulativ. Ob die jetzt damit außerirdischen Kontakt haben oder ob die in der Welt miteinander kommuniziert haben, ob das so Zentren gewesen waren, wo Pyramide zu Pyramide kommt, wir wissen es nicht. Aber eins ist sehr, sehr, sehr höchstwahrscheinlich, was ich glaube, die Funktion der Grabkammer, die ist erst viel später entstanden. Der eigentliche Bau der Pyramiden im Fundament ist was ganz anderes gewesen. Später ist sie zu 90% umfunktioniert worden und man hat quasi den Pharao dort reingemacht. Denn wenn ihr irgendwann mal nach Ägypten geht, ich war es noch nicht, ich will es eigentlich auch nicht, dann könnt ihr euch mal den Teil der Könige anschauen, wie sie dort vergraben werden. Das passt nicht zu dem Bau der Pyramiden. Und wenn ihr euch mal anschaut, wie die Pyramide vor 4500 Jahren, also quasi 2500 Christus, ausgesehen hat, da sah die Pyramide so aus. Das heißt, sie war mit weißem, was es auch gewesen war, Kalk oder irgendwas, und oben war Gold gewesen. Das heißt, die Funktion der Pyramide, du siehst eine mechanische Funktion, die war glatt aus Kalk, das müsst ihr euch mal 2500 vor Christus vorstellen. Das hast du ja heute nicht mal gebaut. So, oben ist Gold. Gold hat immer eine mechanische Funktion. Unter der Pyramide sind Wasserkanäle. Wasser hat auch eine mechanische Funktion. Und der ganze Komplex ist sehr interessant gebaut. Und was du eben gerade gesagt hast, hier seht ihr ein anderes Bild. Wir sehen weltweite Pyramiden. Hier zum Beispiel, in dieser Landkarte, was ihr gerade seht, in der Mitte ist quasi Ägypten. Dann ganz links sind die Inkas, also Inkas Demielim Shindide, weil da waren bestimmt die Inkas nicht gewesen, in dem Sinne. Azteken, Allah Rasos, so habe ich es auch hier notiert. Die Azteken, also quasi in Mittelamerika. Und dann in China gibt es auch Pyramiden. Die sind quasi auf einem Längengrad. Es kann sein, also bevor ich überhaupt sage, es war so, keiner weiß warum. Warum war es so, das ist die Frage. Hatte Bakalim Jawabwer, gibt die Antwort. Wir wissen es nicht. Warum waren diese Pyramiden in einem Längengrad und warum diese beiden Bauten? Und mehreren Bauten weltweit. So möchte ich mal kurz hier mal kurz durchgehen. Diese Pyramide, was ihr gerade über das ganze Bild seht, das ist die Pyramide in Amerika. Die Azteken haben diese Pyramide gebaut. Also 15.000 Kilometer weiter von den Pyramiden aus Ägypten. Dann gibt es Pyramiden in China. Hier habt ihr, man sagt auch Türk-Pyramidlere dazu. Ich weiß nicht, warum Türk-Pyramidlere, glaubt, weil die Türkvölker gebaut haben. Hier seht ihr quasi Pyramiden in China. Ja, hier einmal eine ganz, also das sind zwei unterschiedliche, die sind quasi in China gebaut. Mu Atlantis. Merkt ihr, dass sich dahinter, dass sich eigentlich eine Kultur untergegangen ist, die weltweit einen Eingriff hatte und weltweit verteilt worden ist? Also es gibt eine, du siehst, auch wenn du Mu und Atlantis sagst, das gab es nicht. Das gab es nicht. Gut, gehen wir davon aus, das gab es nicht. Kann ich auch meine Unterschrift untersetzen. Dann siehst du aber, es gibt eine Kultur, die weltweit verteilt und plötzlich das Gleiche macht. Wie kann das passieren? Dann, das waren gerade hier China. Kennt ihr die bosnischen Pyramiden? In Bosnien gibt es auch Pyramiden. Die sind, einige sagen natürlich, das sind keine Pyramiden, aber ich blende nur zwei Bilder ein. Und es ist verboten, dort Forschung zu machen. Ne? Die lassen nicht so, dass Leute Forschung machen. Ich lasse es euch der Interpretation übrig. Hier ist gerade, seht ihr die Pyramide von Weitem in Bosnien. Und hier ein bisschen, wo man mit den Linien das eher sehen kann. Bosner Pyramiden. Wisst ihr, wie alt die sind? Offiziell? 30.000 vor Christus. Das heißt, die sind 30.000 Jahre vor Christus. Also die wären theoretisch, wenn wir davon ausgehen sollten, dass die ägyptischen Pyramiden 2500 vor Christus gebaut worden sind, dann müssen sie quasi fast 30.000 Jahre älter sein als die Pyramiden von Ägypten. Müssten sie quasi sein. Dann hier noch ein anderes Bild. Spekulativ. Eis schmilzt in der Antarktis. Man sagt, es gibt Pyramiden auf der Antarktis. Spekulativ. Ich mache nur ein Fragezeichen dahinter. Und dann eine angebliche Pyramide auf dem Mars. Hier ein Bild.
kann jeder von euch selbst interpretieren. Vielleicht ist es wirklich ein Berg, der gerade so schön gebaut worden ist, oder vielleicht ist es auch nicht, aber diese Tür lassen wir hier eigentlich erstmal offen. Jetzt, der Beginn, und da möchte ich jetzt das Video gleich einblenden, also nicht einblenden ins Video, Achtung, als Link einblenden, mit dem Vortrag von Axel Klitzke. Der Beginn von dem Bau der Pyramiden in Ägypten liegt nach allgemeiner Vermutung ca. 3000 Jahre vor Christus. Nach allgemeiner Vermutung. Jedoch glauben und beweisen viele, dass sie schon viel früher da gewesen waren. Diesen Link des Vortrags könnt ihr jetzt hier eingeblendet sehen. Das heißt, Mysterium Ägypten heißt es, es ist längst noch nicht alles gesagt. Von Axel Klitzke. Und ich betone, dieser 1,5-Stunden-Vortrag ist wirklich ein sehr, sehr guter Vortrag. Ich sage es mal kurz in ein, zwei Sätzen, um was geht es dort, damit ihr mal versteht, um was es der Vortrag dort geht, mit zig Beweisen. Die sagen, wenn wir uns die Pyramiden, die Sphinx und die anderen Bauten in Ägypten anschauen, sehen wir, dass diese Bauten so perfekt gemacht worden sind, dass wir nicht sagen können, was für eine Technologie dahinter steht. Sogar jeder Stein von Pyramiden und von der Sphinx sind alles unterschiedliche Steine. Man denkt immer, die wurden massenhaft gemacht, die Steine. Du machst 1 Milliarde Steine mal und 1 Million und baust übereinander. Jeder Stein ist anders. In dem Vortrag seht ihr das. Du siehst eine Hochkultur dahinter, eine Hochkultur, die diese Pyramiden gebaut hat, wo jeder Stein bei bestimmten Bauten und bei bestimmten Säulen anders ist. Wo mit einer Flex, Sanki, wie mit Butter geschnitten, Ecken drauf geachtet worden sind. Und plötzlich siehst du eine Kultur, wie bei den offiziellen Pharaonen, die plötzlich auf diese Hochtechnologie-Kultur eine Kultur draufklatschen. Und du siehst anhand von hunderten Beweisen, dass die Geschichte von dem Pharao, ja, einfach auf die Hochtechnologie der wahren Pyramiden und der Kultur aus Ägypten draufgeklatscht worden sind. Und diese Axel Klitzke, der macht vor diesen, in diesen Bauten, erzählte euch das ganz klar vor Ort, und er hat auch Bücher und Sachen darüber geschrieben, wo ich sage, subhanallah, die Wahrscheinlichkeit ist über 90%, dass dieser Mann recht hat. Aber eins finde ich vor allem sehr, und hey, was auch sehr wichtig ist, er geht in die Pyramiden, in die erste Stufenpyramide rein, da gibt es bestimmte Gänge, und er erfindet in den Pyramiden Salzwasser drin. Salzablagerung. In diesem Vortrag kommt das vor. Ich mache euch mal ein bisschen so, damit ihr wisst, was es geht. Und alle fragen sich, warum in diesen Pyramiden, wo nie Wasser war, wo der Nil hinkam, der Nil ist ja kein Salzwasser, wie das Salzwasser in die Pyramiden reinkam. Weil du siehst in den Pyramiden, in den Gängen Salz drin. Und dieses Salz hat bestimmte Schächte kaputt gemacht, weil die Schächte waren glatt geflext gewesen. Und die sind aus Granit gemacht. Du kannst Granit nicht flexen. Mit was für einer Technologie muss Granit glatt gemacht worden sein, wie glatter als dieser Tisch? Unbeschreiblich. Ja? Und wo kommt das Salz her? Da sagt dieser Axel-Typ in diesem Vortrag, das war die Sintflut gewesen. Das war die Arche Noah gewesen. Weil er vertritt auch die Meinung, dass die Sintflut nicht über einen bestimmten Teil der Region von Mesopotamien oder so, sondern dass er sagt auch, dass die Sintflut die komplette Menschheitsgeschichte unter Wasser hatte. Und das war letztendlich der letzte Kick für diese Generation, dass die dann auch ungefähr 12.000 vor Christus, sagt man dann, die Zeit von Göbekli Tepe, untergegangen ist. Wisst ihr, was mich immer fasziniert oder beziehungsweise was ich immer mir eine Frage stelle? Im Koran, ich denke in der Bibel auch, wenn ich lüge, sagt es mir, steht nirgendwo geschrieben, dass Pharao die Pyramiden gebaut hat. Aber das müsste es doch sein. Eine Pharao ist gleich Sklaverei, Kinder Israels, ist gleich Pyramiden. Aber du siehst das nirgendwo. Ja, Pharao hat die Kinder Israels versklavt. Gar keine Frage, der hat die da arbeiten. Du siehst aber den Bau der Pyramiden nicht. Aber normalerweise, wenn du das so, müsstest ja quasi, wenn wir das so sehen, die Pyramiden sind ja so im Zentrum der Geschichte eigentlich, wenn wir das heute sehen, es müsste ja normalerweise eine Surinams-Pyramiden geben. Aber du siehst kein Dings. Es gibt einige
nicht Tafsir-Gelehrten, aber es gibt einige Leute, die sagen, ja, im Koran steht geschrieben, dass Pharao Haman gesagt, er soll einen Turm erbauen. Der Turm ist aber keine Pyramide. Das ist was ganz anderes. Also, es ist sehr interessant, dass in keinen Gottesbüchern geschrieben steht, dass Pharao je die Pyramiden gebaut hat. Ein Buch hier nochmal zu empfehlen, blende ich mal kurz hier ein. Die kosmische Ordnung der Schöpfung könnt ihr euch, inshallah, mal aneignen. Die Pyramiden, Achtung, zum Schluss zu diesem Thema. Die Pyramiden weltweit, aber vor allem denen aus Ägypten, sollen von den über, das ist jetzt das, was ich am Anfang gesagt habe, also jetzt am Anfang des Unterrichts, ja, wasch, verknüpfe ich. Die Pyramiden weltweit, aber vor allem denen aus Ägypten, sollen von den übrig gebliebenen Menschen nach der Vernichtungen von den Kontinenten oder Zivilisationen, die ich damals auf, die ich vorhin aufgezählt habe, übrig geblieben sein. Dies soll ca. 9.000 bis 10.000 vor Christus stattgefunden haben. Genau in dieser Zeit wird auch die Sintflut vermutet. 10.000 bis 12.000 vor Christus. Dies war auch ebenfalls das Ende der Epoche der Zivilisation von Göbekli Tepe gewesen. Keiner weiß, wie Göbekli Tepe untergegangen ist.